Ja, schönen guten Abend. Ich bin mal wieder dabei bei der Online-Bundesliga. Ich die ersten zwei Spieltage nicht mitgespielt. Die Jungs haben, glaube ich, ganz gut gepunktet. Heute das erste Mal meine neue Arbeitsplatzbrille auf, die ich mir in Kombination mit meiner ersten Gleitsichtbrille gekauft habe. Die sind beide heute zufällig fertig geworden. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das optisch so laufen wird. Mein Gefühl ist ganz gut. Also nicht, dass ich gute Karten kriege oder keinen Fehler mache, aber zumindest, dass ich gut sehe. Die erste Serie startet um 19:15 Uhr, die zweite um 20:30 Uhr. Es ist schon 19:19 Uhr und ein paar 30 Sekunden. Also pünktlich ist was anderes. So. Oh, Matthias Gimpel und der T-Spieß. Ich glaube, das ist ein Junior. Einer der zwei Söhne von dem. Fällt der Name gerade nicht ein. Vielleicht ist es auch. Ach nee, Quatsch. Habe ich verwechselt mit Spannen. Okay. Dann schauen wir mal. Ein sehr schöner Ansatz. 18? Ja. Weizen. 20? Ja. Ausgeweizt wird, ist 22? auf keinen Ja. Fall gut. 23? Ja. 24? Denke auch, in Ja. der Mannschaft ist das Passe. Spiel nicht zu passen. Nichts im Skat und 24 wurde gebeizt. Das kann eine Menge was mit Bauern zu tun haben. Peak. Ich drücke glatt. König. Pik Bauer ist erstmal noch nicht ganz so kompliziert. Oh, da habe ich aber die richtige Karte gespielt. Jetzt Pikune 2 doch gewonnen. Ja. Ich glaube, ich hatte 38. Kreuz König Blank hat 18? geholfen. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ansonsten hätte ich ein Karo Ja. volles mit Bild gebraucht, was 33? in Mittelhand Ja. vielleicht schwierig geworden 35? wäre. Ja. 36? Ja. Was hat Passe. der Herr Gimpel da Passe. jetzt gehabt? Zwei Alte, Herz König zu dritt, Herz Bella zu dritt, um genau zu sein, Pik 7. Kreuz Ass bestellt, also 5 hat pro Karo, Seiten Ass. Hand. Wahrscheinlich Karo 10 bestellt, sonst hätte er Karo Ass bestellt, hätte er wahrscheinlich 30 gereizt. So, was wurde hier gereizt? 36 Karo Hand. Sieht nach einem Sechstreffer aus. Ich weiß nicht, wie das Spiel gehen soll. Jetzt muss Herz Ass kommen auf jeden Fall. Was haben wir? 18, 19, 34, 55. Ja, ich glaube, dann müssen wir zwei. Das ist auf jeden Fall richtig. Oh.
Jetzt hat er das Bild vorgespielt. Er darf doch das Bild nicht vorspielen. Bei 57 das Bild brauchen wir noch. Wenn wir 57 haben. Wir hatten 56, aber hätten. Wenn er alles richtig macht, kriegen wir 59. Ich kann. Oh, mal ein lockeres Handspiel. Ass 10 Lusche, also Ass 10 Lusche, blankes Ass, blanke. So, Mittelhand. 5 Artur Seiten Ass. Passe. Ich habe zu viele Siebene. 18, passe. Ah! Grand. Jetzt weiß ich, glaube ich, wie das ist. Naja, also bis jetzt war das hier alles nicht so ganz so böse gespielt. Und er hat auch Spaß daran, die Karten runterzuspielen. So, 5 Atu Passe, mit 0 passe. Optionen. Pff, weg, weg. 18. Naja, dann müssen wir nein. Ist das jetzt ein Nullerwehr oder nicht? Tja, ich weiß nicht, ob der Nullerwehr zu passiv ist. 2 Vierer längs, gerade ändern. Pff. Ob der Null zu passiv wäre. 6 Atu im Kreuz mit Seiten Ass. Ah. Drei Würfe. Ich gebe dem Null. Null. Ich gebe dem Null die meiste Gewinnwahrscheinlichkeit. Selbst wenn er tot ist, können sie es eventuell nicht finden. Nullerwehr wäre auch gegangen, natürlich. Passe. 18? Und dann Ja. zwei Seiten. Achso, klares 20? Kreuz wird. Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Und zu Ja. selten Nullerwehr auf 27? jeden Fall. Ja. 30? Ja. Das heißt, wir haben nur eine Option. 30 sind wir schon ganz schön weit. Karo mit 2 wird offensichtlich nicht mehr gereizt. 33? Aber den Herz gucken wir uns auch Ja. nicht an. 35? Ja. Wollen wir uns den Karo mit 3 angucken? 36, ja. Ach 40, komm. ja. 44, ja. Passe. Gut. Wir haben alles gegeben. Fast alles. Grand. Karo 8 ist nicht vielversprechend. 3x 21? Nee. Schau. Dann nicht König Lusche oben gelassen und Pik. Der Schneider gewonnen. War keine Chance. Passe. Ja. Weiß nicht, ob der Null. 18, Ich denke, ja. man kann mit der blitzeblanken Pik 8 schon eine Passe. Null-Wehr machen. Aber zur späteren Zeit Kreuz. wäre alles einfacher gewesen. So, 18 gereizt. Blanken Trumpf. 5er Feld Pik.
Das wird rausgenommen. 11, was macht er auf? 7. Ist schon mal klar, was ich als erstes lade. So. Ja, zu stark. Zu stark, würde mein Kumpel Yogi sagen. Passe. 18. Oh Gott. Das ist kein Krank geworden. Das ist echt Wahnsinn. Nein, dann guck mal einen Peak. Tja, auch wieder zu früh das Spiel. Zum späteren Zeitpunkt hätte ich den natürlich gespielt. Unter Druck, under pressure. Hier liegt eine gute und wir haben immer noch kein Spiel, 18. aber wir sagen trotzdem 18. Passe. Ja. Wie annonciert? Wie annonciert? Karo. Ach. Erste Bedingung ist 24 im Peak, das ist schon mal gut. Ja, das ist sehr gut. Jetzt sollten wir irgendwie gewonnen haben, das Spiel. Einfach Karotten gewonnen. Gut, das war geklaut. Passe. Zwei Jungs, zwei Seitenasse. Relativ ordentlich gefunden. Kreuz. 7 Stück. Ja, das war klar. Alles falsch gemacht. Aber trotzdem gewonnen. Oh Gott. Ja, was heißt alles falsch gemacht? Ich bin ja eh zu kurz. Ich kann gar nichts falsch machen. Also ich gebe diesen Pik König immer ab, auch bei Pik 2-2. Grand. Okay, wir behalten die Nerven. 9. Was macht er da? Passe. Gott, Herrgott, Margot. Das Kreuz nicht sticht mit dem ganzen Chaos. 20. Sehr seltsam. Ich habe das Gefühl, es liegt gut im Skat. Das Gefühl war okay. Karo. Ob es ausreicht, werden wir sehen. 13 runter, Karotten. Attraktiver wird es halt nicht.
trägt Kreuz weg, ist klar. Okay. Oh, er kann gleich stechen, ich habe da nichts gegen. Das haben wir nach Hause geschaukelt. 18. Zur Belohnung Passe. Kriegen wir jetzt vielleicht mal ein schönes. Passe. Wir gehen trotzdem mal rein. Und halten Karo-Ziehen zu Brett oben. Grand. Den schnappen wir. Den. Ja. Ich reize zu viel irgendwie. Was will der jetzt? Null Option. Herzbindekarte. Karo-Bindekarte. Null Wehr. Ja. Wir reizen. Solange es läuft, muss man 20. Reizen. Ja. 22. Ja. 23. Okay. Eine Menge Bindekarten. Ja. 24. Passe. Ich weiß nicht, im 27. Turnier hätte ich den wahrscheinlich ja. jetzt gereizt. 30. Lauf drauf in der Mannschaft. Naja. Passe. 30 weg. Der hat K.O., der hat... Peak. Kreuz. Ich mach trotzdem Kreuz auf. So rund. Passe. Eine Karte, 18. 9 war schon Passe. Mal da. Ich weiß gar nicht, was mit Karo. So, spielen wir das Karo. Das ist der vermeintliche 10-Trümpfer. Karo. Der auch gegen 5, gegen Kreuz glatt wahrscheinlich. Und wie Buslenker. Warum gibt der denn nicht auf? Schon wieder ein Rang, den ich hätte. Ach komm, M-Lauf ja, 18. Passe. Okay, Doki, wir haben nur Spaß gemacht. Grand. Passe, passe. 18. Weg gehen wir nein. Schon wieder einen möglichen Drang. Der erste ist blank. Der zweite ist blank. Jetzt halten wir noch Schneider. Dann klappt es auch wieder mit dem Nachbarn. Herz mit zwei Schneider, der Drang wäre wieder gegangen. Das sind natürlich alles so unter Druck kranke Spiele. Passe. 18? Ja. Kann ziemlich viele Karten finden. 20? Ja. 22? Ja. Und 23. Den 9 müssen sie mir ja. erstmal zeigen. Passe. Kreuz. Kreuzermeister gilt verspielt. Okay.
Genau, was im Blank auf 7. Verstehe das nicht. Was soll der Herz König jetzt? Was für ein Schwachsinn. Passe. Naja. Ach, den habe ich auch Achte, verwechselt. Das ist ja gar nicht. passe. Ach. Dachte, ich weiß nicht, ob der Gimpel oder Pimpel. Ich glaube, der ist Pimpel, den ich meine. Herz. Die 10 zu dritt ist hoch, 10 ist gedrückt, vielleicht. So, Spiel 18 ist wahrscheinlich mit Foto. Mich jetzt gar nicht so genau. Passe, passe. 18. Wieder einen möglichen Klang. Kreuz. Kreuz hat Schneider angesagt. Ich muss kurz ein Foto machen, sorry. Oh, 18. Entschuldigung. Passe. Passe. Weiß nicht, Martin würde dieses Spiel vielleicht weiterreizen. Der fünfte Herz. Trumpf in Pik macht alles besser und so. Ich mag diese Spiele irgendwie nicht. Kreuz 7. Erstmal rum. Ich habe trotzdem Kreuz in der Hand. Kann er abholen, die Trümpfe jetzt? Also aber zelebriert. 10-mal gedrückt, alles richtig gemacht. 18, passe. Wir 20, brauchen eine ja. Verstärkung auf jeden Fall bei unserem Spiel. Den einfachen Herz Passe. gucken wir uns auf keinen Fall an. Wir haben keine Verstärkung gefunden. Das wird komplizierter Spiel. Ah, das wird kompliziert in Mittelhand. In Vorhand ist es alles okay. Hier hilft, Kreuz. weiß ich auch noch nicht, was hier hilft. Pik 8. Hier mal mit Pik 9 drauf. Karo wird rauskommen. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist schlimm. Das hat er jetzt gut gemacht. Ja.
Naja, wenn man Peak gespielt hätte, wäre wahrscheinlich alles besser gewesen. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo es geht. 53. Das Spiel ist nicht zu retten. Kriege ich jetzt noch zwei volle und habe verloren, aber. Ja. 18, Peak wäre passe, wahrscheinlich das passe. bessere Spiel gewesen. Peak 8 richtig behandelt. Und viele hätten, ohne nachzudenken, als sie über Trumpf rangekommen sind, er hat sich ja sogar aufgedrängt mit dem Pik-Jung. Pik 10 hinterher gespielt, er hat es nicht gemacht. Deswegen haben wir verdient verloren. Wird es einer der besseren Ansätze war. So, ansonsten sieht es hier auch sehr dürre aus. Karo. Martin steht 7 zu 3, wow. Ach komm, wir spielen das aus. Und noch ein Feuer. Nun, ganz schlechter. Achtzehn, 6er-Tor im Herz. passe, Ganz schlechten zwanzig, 0, ich sag trotzdem passe, 20. Ja. Okay. Gut gefunden und immer noch ein Spiel oder was? Drei Optionen. Pik Ass würde ich rechts vermuten. Oh, 7 Bube oder 7 9 König oder die blanke 9. Ich weiß es nicht. Null. Kreuz 9 hätte auch gewonnen. Passe. 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 Keiner ausgerechnet, wie es steht, oder? Passe. 18. Passe. Oh, kein Aufspiel. Einzige Stärke ist Kreuz 10 zu dritt. Aber viel Karriere werden wir da auch nicht machen. Vielleicht einen Stich, wenn er Ass-König hat.
Verstehe nicht, warum er nicht Kreuz Napp spielt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja.18, passe, Jetzt kommt der auch passe. rangerobbt, der Herr. Karo. Wir tauchen eiskalt und schwimmen wieder. Muss kein Fehler war. Hat er ja zwei Augen verschenkt, ja. Passe. Passe. 18. Wir bei dem Herrn Gimpel läuft es nicht so gut. Kreuz. Bei unseren Jungs läuft es auch nicht gut. Ich glaube, die sind überall Letzter. Glaube, da wird der Gimpels Geschichte hier auch keine große Rolle spielen. 26 haben wir. 5 Trümpfe mit Herz Ass 10 zu 4. Nee, Herz Ass zu dritt wahrscheinlich. Passe, passe. So, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Gucken wir uns mal den Stand an. Gefühlt ist eine Karte zu schwach, dieses Spiel. Und 18. wir gehen nein. Peak. Das ist ja nicht so verkehrt, wie das jetzt hier passiert. Alles gut, Peak über 2 gewonnen. Ja, die sind alle in Spiel 24, spielen halt ziemlich schnell. Ich denke mal, das ist schon fair, wenn man im Mannschaftswettbewerb wartet. Karten aufdecken. Passe. Passe. 18.
Herz. So, die sind 500 vor. Doch gereicht. Passe. Passe. 18. Grand. Ausgewonnen. Achtzehn, passe, 20, ja, 22, passe. Ja, das ist jetzt ärgerlich gelaufen. Er hätte hier Turbulenzen bekommen. Null. Machen trotzdem Blanko. Wir haben Blanko Kreuz weg, Standard. Passe. 18. Passe. Mit 7 Buben oder mit blanker 9. Wir spielen mit 7 Buben. Null. Dann kam wieder gewonnen. Mann, ich spiele so viele Nulls, ich weiß gar nicht, was da los ist. Passe, passe, Früher habe ich nicht 18. so viele Nulls gespielt. Herz. Herzlich willkommen. So vom Tempo vom Herzkönig könnte man vermuten, der Mann hat hier 4 Trumpf. Doch nicht. Kann man was kurz sehen? Passe. Nix. 18. Passe. Herz.
So, Herz, König Lusch, auf geht's. Wo ist denn hier der Fusch? Schlag auf von König Flusch. Okay, Karo war er nicht gezeigt, wird er nicht haben wahrscheinlich. Pik zurück. Schicki. So, noch zwei Spielchen. Das ist nicht 18. unseres. Der Gimpel kriegt einen Passe, Lauf. passe. Der Herr Gimpel kriegt einen Lauf. Wenn das haben. Grand. Karo frei wäre ganz gut hier bei unserem Mann. Schade. Passe. Ich passe jetzt einfach. Ist ja alles ziemlich knapp irgendwie. Passe. 18. Okay. Also gegen Grand. Platz 3, weil jetzt hier Platz 1 natürlich auch fürchterlich rauskommt. Schneider. Okay. Ja, ich glaube, da wären wir nicht rangekommen an das Kärtchen. Nee. Nee. So, okay. Ja, die erste Runde ist vorbei. Wieder mal sehr schnell, wieder mal sehr wenig kommentiert. Ich glaube, aber eigentlich ganz ordentlich gespielt. Und ja, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal.